Ruhe im Gerichtssaal! Wobei gut, ich bin mir ehrlich gesagt bis heute nicht sicher, ob Gerichtssaal nicht auch ein guter Alternativtitel für eine Küche wäre. Wobei gut, das, was hier für ein Süppchen brodeln würde, will ich ehrlich gesagt nicht wissen. Urteil von Nürnberg, natürlich eine Verfilmung eines der interessantesten, spannendsten und natürlich auch wichtigsten Gerichtsverfahren nach der Nazizeit. Ein alter, aber auch heutzutage immer noch aktueller und immer noch brisanter und großartiger Film mit unter anderem Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Widmark, Marlene Dietrich und ihr könnt es, glaube ich, selber lesen. Außerdem finde ich es eigentlich immer wieder traurig, wenn man bei Filmen, in denen es um die Nazi-Zeit geht, sagen muss, auch heute noch immer brisant und aktuell. Da würde ich an der Stelle von einigen Leuten mal lieber drüber nachdenken. Wir bekommen ein diesmal für Cape Light, finde ich, sehr, sehr einfaches Cover-Artwork, weil ein Großteil einfach nur schwarz ist. Sehr schön gemacht, finde ich, hier unten den Titelschriftzug, der mit partiellem Glanzlack verziert wurde. Außerdem hier diese Anordnung der Gesichter ist durchaus interessant, ist jetzt allerdings nicht unbedingt mein persönlicher Covergeschmack. Was mir da noch am ehesten auffällt, ist, dass mit diesen Bleistift- oder Pinselstrich-Effekten das Ganze eigentlich ein bisschen gezeichnet und demnach relativ nett aussieht. Schauen wir mal über den Spine, wo uns ebenfalls ein bisschen was von diesem Partial Gloss-Effekt erwartet. Auf das Backcover, da sehen wir offensichtlich einfach nur das Original-Filmplakat, das muss ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr dazu sagen, dass ich das nicht sonderlich kreativ finde. Das wird jetzt wahrscheinlich niemanden überraschen, aber zumindest auch hier beim Titelschriftzug beziehungsweise auch hier bei einzelnen Texten ein bisschen gearbeitet mit dem Partial Gloss Effekt. Grundsätzlich auf dem Backcover eine Backcover-Karte mit der Inhaltsangabe zum Film, mit einzelnen Bildern, den Details zum Bonusmaterial, riesenfettig Cast and Crew Infos. William Shatner übrigens auch dabei, sehr interessant. Und die technischen Details, 190 Minuten misst der Film auf der Blu-ray. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen, bin aber sehr, 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 sehr gespannt drauf. Drinnen wartet dann wieder mal ein absolut geniales Innenartwork hier. Was mir daran nämlich so gut gefällt, ist die Tatsache, dass es sich dabei offensichtlich um ein altes deutsches Aushangfoto handelt. Einerseits das Motiv, das finde ich absolut großartig aussieht, für das Innenartwork vom Mediabook mit dem Titelschriftzug noch einmal und sogar hier links unten dem FSK-Logo. Das Einzige, was an dem ganz besonders spannend ist, ist, dass offensichtlich das FSK-Logo vom Aushang mit dem auf der Disc ein bisschen im Widerspruch steht, weil da war der Film noch ab 6, jetzt ist er dann ab 12. Ich glaube, Geschichte sollte irgendwie jeder lernen und dass das nicht passiert, sehen wir ja. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr toll, wie dieses Artwork hier auch vom Spiegel auf die Blu-ray-Disc übergeht, beziehungsweise hier auf der Rückseite dann offensichtlich noch einmal dasselbe in Lichtblau mit dem Titel, mit dem eingearbeiteten Design der DVD und das ist ja wirklich eines der geschicktesten, am coolsten platzierten Elemente, die man hier erwarten kann auf der Disc. Das sieht wirklich absolut großartig aus. Mit diesem Innendesign hat Cape Light wieder mal absolut großartige Arbeit geleistet. Drinnen dann finde ich zum Beispiel auch cool, dass der Text ein kleines bisschen, und da ist es noch FSK ab 16. Cool! Ich meine, ich habe der FSK schon ab und zu einmal unterstellt, dass Freigaben vielleicht ein bisschen gewürfelt werden, aber mehr oder weniger innerhalb vom selben Booklet von den Aufführungskarten oder Aushangfotos von einer 16 auf eine 6, dann auf der Blu-ray auf die 12, jetzt brauchen wir nur noch die 0 und die 18 und die Spio JK und dann haben wir quasi alle durch. Ich finde persönlich, dass dieses Booklet-Design... Ab 10. Kann es sein, dass sich ein paar von euch mittlerweile schon ein bisschen ins Fäustchen lachen und sich denken, wann kommt der Trottel endlich drauf, dass das nicht die FSK-Freigabe ist, sondern die Nummer von diesem Aushangfoto? Jetzt.
Weiter im Text. Wir finden dann auf der, in der zweiten Hälfte von Buchland hat der Film die Freigabe ab 11 Jahren. Also ich glaube jetzt spätestens. Ah, da ist die 18. FSK 18. Ja, wunderbar. Wobei, wenn Marlene Dietrich so schaut, dann ist die FSK 18, glaube ich, auch relativ nah. Wir finde ich wirklich ein großartig gestaltetes Booklet hier drinnen, das nämlich auch vom Stil her sehr gut zu dem Film passt, ganz im Gegensatz zu diesem Unboxing. Das könnte man fast ein bisschen respektlos nennen, aber ganz ehrlich, das ist doch mein zweiter Vorname. Ich glaube, wir beenden das Ganze an der Stelle. Ein großartiges Mediabook von Cape Light, wirklich schick aufbereitet, cool gemacht, und auf den Film bin ich ja sowieso sehr gespannt.